Ein wunderschönen, ja, bei Autolärm. Willkommen zurück zu Clicker Hero, Folge 5. Ja, wie man sieht, einiges geschafft, ne? Ich meine, ich weiß nicht mal, wie viel Hero Souls wir in der letzten Aufnahme hatten, aber irgendwie so 1E9 oder 1E8 oder so. Haben wir also schon mehr? Ah, ne, doch, genau, 1E8. Wir haben also jetzt mehr als das 100-fache. Und vor allen Dingen, das für mich Schönste, guckt mal hier, wir haben eins unserer beiden Ziele erreicht, wir können mittlerweile ihn hier holen. Ja, den letzten von den billigen, weil wie gesagt, er hier unten, ne, E500, das werden wir nie erreichen. Das heißt, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, ob Umgilden Sinn macht. Also wir haben jetzt 8E15. So, dann haben wir jetzt, ach schon 2E16 und jetzt kommt man auf Level 25. Easy, achso, ja, danke dafür. Ich wollte natürlich so machen. So. Ja, hier sind die Dinger leider immer ein bisschen weiter auseinander. Erst das nächste ist dann 100 und die anderen beiden sind auch noch weiter. Eben, genau, eins war 75, eins war Level 100, eins war Level 1500 und eins war Level 2000, glaube ich. Von daher werden wir hier nur die ersten beiden wahrscheinlich machen können. Ja, und wie man sieht, wie gesagt, den haben wir jetzt. Das eine Ziel, unsere beiden Ziele, ist damit also erreicht. Jetzt ist natürlich nur noch eins offen, und zwar das Erreichen von Level 3600, um die Dinger hier voll zu bekommen. Dann haben wir quasi das auch, und ich glaube mal, das kriegen wir jetzt in der Spitze sind nächsten Aufnahme sogar hin. Was ist hier? Sanford, ja, 250 Mal. 100 Mal reicht schon aus, danke dafür. Ja, also anderes wie gesagt, nicht so wichtig. Jo, von daher ist das eigentlich soweit schon fast die vorletzte Folge, fällt mir gerade auf. Gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, wir könnten sogar mittlerweile versuchen, weit wir jetzt hier mitkommen. Aber ich glaube mal, jetzt mit der Essence kommen wir definitiv nicht bis. Obwohl doch, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was vor, ne? Zum einen müssen wir jetzt natürlich hier unsere. Mit den Scharen an Hero Souls müssen wir jetzt natürlich hier unsere Agents ein bisschen. Agenten. Achso, ich muss mal Vollbild machen hier. Dankeschön. So, genau. Ja, das heißt, wir könnten hier durchaus jetzt mal ein bisschen was reinbuttern. Gucken wir. Hallo, bitte einmal. Ich möchte. Ach, danke. So, er siehst du, es geht doch wunderbar. Oh, wir machen die mal alle auf. Alter, wir könnten die alle auf 100.000 bringen. Easy. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah, vielleicht doch nicht so ganz. Vielleicht doch ein bisschen teurer, als ich dachte. Hätte man vorher speichern sollen. Ich speichere mal lieber, jetzt. Safe, hier Internet. Bom. So, eins, zwei, drei. Machen wir erstmal langsam voran hier. Eins, zwei, drei, eins. Oh ja, okay, also die unteren lasse ich alle auf 500. 50.000 meine ich doch, nicht 500. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen was für die anderen hier. Tausend. So, wo sind unsere 3000er? Der erste habe ich ja gerade schon gesehen, ist der hier. Okay. So, nehmen wir mal 5. Auch wenn wir den jetzt gerade hier nicht brauchen, aber gut. Dann haben wir hier noch ein 3000er, ein 2 und hier noch einmal ein 2. Ja, Hero Souls. Hero Souls ist ganz wichtig. So. Können wir mal wieder nachgucken hier unsere ganz teuren. Da haben wir eigentlich nur ein paar, zwei Stück, wie es sieht. Ja. Plus die beiden hier. Gucken wir mal 10 Level, wie viel kostet das? Oh.
Alter, sind die teuer. Nee. Nee, komm, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Dann gehe ich lieber nochmal auf 1000 und gucken, ob man hier noch was machen kann. Also, unser Jojo auf jeden Fall nicht. Der bringt uns erstmal primär nichts. Von daher gucken wir lieber hier unten. Gold per Unassigned Autoclicker. Ist gerade nicht so wichtig. Der hier wäre eigentlich am wichtigsten. Okay, ich hab's getan. So, okay. Nochmal schön hier was Holz. So. Ja, und viel mehr lohnt sich jetzt hier auch nicht mehr. Nee, das wird definitiv alles zu teuer. Gut, dann können wir das so erstmal lassen. Die sieht erstmal alles ganz gut aus. Das heißt, wir haben jetzt hier drastisch mehr Gilded Damage. Habe ich jetzt hier Klicker drauf? Ne, hab ich natürlich nicht. Danke dafür. Sieht doch schon besser aus. So, okay. Ja, hier ist immer noch alles so, wie es ist. Tja, also wir bewegen uns zwar aber relativ langsam, weil ich glaube mal, Ebene 3600 zu schaffen, wird doch echt schwer. Also wir haben Gilded Damage jetzt dazu bekommen, wir haben Damage, also kritischen Damage, der bringt uns natürlich gar nichts, primär erstmal. War komplett dumm, den jetzt zu skillen. Das war ein bisschen sinnfrei, muss ich ja jetzt mal sagen. Ja, wow, ey, wir haben alles falsch gemacht. Hier ist auch Click Damage. Die bringen uns doch gar nichts. Ich möchte sterben. Einfach Insta-Kill. Na gut, was soll's. Ja. Und die wichtigen beiden, also er hier und er, die haben wir natürlich nur 50, ja doch, auf 50.000. Oh, ich könnte heulen. So, dann gucken wir mal hier. Naja, ein paar sind es bloß. Jetzt nicht so viel, dass es sich lohnen würde. Naja. Ach komm, leck mich. Weg damit. Jo, ansonsten. Das Servet hier nicht mehr weiter steigt. Naja, gut. Tja, jetzt ist die Frage, bleiben wir jetzt so oder versuche ich. Ich gucke einfach mal hier ein bisschen so kritisch, ne? Ein bisschen. Ich meine, jetzt wo wir hier schon komplett sinnfrei unsere ganzen aktiven Dinger hochgelevelt haben hier, kann ich doch mal ein bisschen aktiv spielen. können wir auch mal wieder ein paar Skills hier einsetzen, fällt mir gerade ein. Hier habe ich ja schon seit Ewigkeit nicht mehr eingesetzt. Ja, klassisch, komm. 7, 8, 3, 1, 2, 4, 5. Easy. Ah. Gut. Die Monster flackern nur immer so auf. Tja, die Frage ist. Da, genau. Ne, das da. So, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile den nächsten für 3200, genau. Tja, dann kommt jetzt als nächstes dann 3400. Mal gucken, ob wir das jetzt auch noch schaffen. Naja, es wird jetzt schon wieder langsamer. Gut, wir können aber mal ein bisschen gegensteuern, indem wir hier kaufen, geht jetzt eh nicht mehr. Die Zeiten sind jetzt vorbei, weil durch das aktive Klicken habe ich natürlich meine ganzen Goldbonusse verloren. Man sieht ja hier oben, die Zahl geht gar nicht mehr weiter. Von daher brauchen wir hier auch jetzt hier keinen Autoklicker drauf haben. Lohnt nicht. Von daher lieber hier drei drauf haben, das bringt definitiv mehr. Okay.
Ich sind wir immer noch relativ langsam. Wir sind gerade mal bei Level 24. Ich meine, wenigstens bekommen wir mittlerweile ordentlich Hero Souls. Normalerweise war ich ja auch immer nur so bis 1,5 in 9, ne? Jetzt haben wir schon 1,9 in 9, also fast 2 in 9. Es geht schon. Aber ich glaube nicht, dass wir hier allzu weit kommen. Das bezweifle ich irgendwie gerade ein bisschen. Also, wir haben unseren kritischen. Achso, okay, wir haben also nur die kritischen Klick als solches erhöht. Ja, eben. Die Chance auf kritische Klicks kann man ja gar nicht erhöhen mit Agents. Die kann man ja nur hier mit mittels Upgrades erhöhen. Weswegen der Wert ja auch immer noch hier auf 9 festhängt, ne? Danke dafür. Was wir auch mal tun könnten, wäre gucken, ob es hier noch lohnt sich mittlerweile neues Material zu holen. Und das ist hier alles bloß für irgendwelche Skills. Na gut, der hier würde sich vielleicht lohnen? Fragezeichen. Ach, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ey, wir könnten uns noch einen Autoklicker holen. Ha, lol. Alter, schon 258 Rubine. Nice. Gut. Oder wir holen uns einfach mal 1,5 E10 Hero Souls. Na, ich meine, 5 Quick Extension können wir hier locker reinbekommen. Nee, lassen wir natürlich. Das wäre echte Verschwendung. Und auch mit Autoklicker bin ich mir gerade nicht so sicher, ob wir noch einen Autoklicker holen sollten. Nee, wir heben die hier mal sicher auf, bis wir wirklich wissen, was ich damit mache. Fast forwarding 8 hours in time. Ja, ist ja leider nur hier ein fester Wert mit 8 Stunden. Bei den neueren Versionen, da kann man ja aussuchen, ob man jetzt eine Stunde, 2 Stunden, 8 Stunden, da glaube ich noch 24 Stunden und eine Woche praktisch vorspringen möchte. Natürlich wird es auch immer teurer, klar. Aber hier bei der Version des Spiels ist halt noch nur eine einzige Zeit möglich, und zwar 8 Stunden. Ja, von daher. Und 8 Stunden bringt jetzt nicht so viel. Lassen wir mal einfach alles. Einfach alles so, wie es ist. Nee, du, also in der Ascension schaffe ich es definitiv nicht bis Level 3000 nächstes, dann kann ich komplett vergessen. Tja, würde ich mal tatsächlich sagen, sollten wir doch nochmal ascenden. Ich würde echt gerne die auch nochmal auf Level 10.000 heben. Aber ich weiß nicht, ob wir das packen. Naja. Wir bräuchten mindestens noch 5 solche Schritte. Das heißt also ungefähr 3 in 9 pro Agent. Und es wären halt mindestens 2 Agents. Das hier oben war halt einfach Kacke. Hahaha. Tja, da würde ich fast sagen, ich versuche noch mal. Muss ich aber gucken, ob ich jetzt zwischen den Aufnahmen mal so als kleine, ja, Zwischenfolge einschiebe, dass ich noch mal ein paar Mal ascende, was ich sowieso mache. Aber praktisch halt auch zwischen der Aufnahme jetzt und der nächsten Aufnahme, die unten hier dann auf Level 10.000, 100.000 hebe, da muss ich jetzt nicht unbedingt bis zur nächsten Aufnahme warten. Das würde ja auch gerade mal hier ihn betreffen und ja, die bei dir betreffen.
Ich glaube, das kann ich doch zwischen den Folgen machen. Alle anderen, wie gesagt, lasse ich immer so, wie es ist. Und die drei hier und unsere Cialadas, die werde ich dann zwischen den Folgen auf jeden Fall nochmal auf 100.000 anheben. Und beim nächsten Mal gucken wir erst und geben dann das ganze Gold aus. Oder die ganzen Hero Souls. Ich glaube mal, das ist sinnvoller, als erst auszugeben und dann zu gucken. Ja. Ich war im Rausch. So. Na, wir kommen schon gut gegen 3.300. Hahaha. Was bei sehr hohen Levels ist mir aufgefallen, sehr viel bringt, ist tatsächlich dieser eine, dieses goldene Klicks. Nee, er ist nicht der, sondern quasi sein Partner. Da gibt es einen, der erhöht quasi nicht die Dauer vom goldenen Klick, sondern das, was man pro goldenen Klick bekommt. Und wenn man den relativ hoch gelevelt hat, vor allem ist das auch einer der preiswerten, soweit ich weiß, wenn man den hoch gelevelt hat, dann bekommt man irgendwann pro golden Klick halt einfach mehr Gold, als das Monster selber wert ist, und ab vielen Levels bekommt man viel mehr, als er eigentlich wert ist, pro Klick wohlgemerkt. Und damit kann man echt tatsächlich auch noch was reißen. Damit kommt man fast an die Effektivität von dem Idle-Bonus ran. Und das ist dann tatsächlich geil, weil damit kann man dann tatsächlich so die Brücke schlagen zwischen Idlen und Fuck you. Aktiven Spielen, weil wie gesagt, normalerweise ist es halt so, wenn man halt passiv spielt, so wie ich erst, oder ja, auch jetzt, dann ist es halt so, während man passiv spielt, hat man halt seine ganzen Passiv-Bonusse, das heißt also, man macht wesentlich mehr Damage und bekommt aber auch wesentlich mehr Gold, und zwar wesentlich, wesentlich mehr Gold. Ich meine, wir können das ja hier nochmal zu Gemüte führen. Wir bekommen mehr Treasure Chests, wir bekommen pro Treasure Chest mehr Gold, glaube, ist das aber allgemein und nicht nur. Ah, genau, das ist allgemein. So, aber was halt so extrem reinhaut, ist das Ding hier. Ne, wir bekommen halt einfach 10 Millionen % Gold zusätzlich. Und 10 Millionen % ist schon eine Hausnummer. Also, ne? Von daher, wenn man denn auf einmal seine hier Autotapper benutzt oder selber mittappt, da hat man halt das Problem, dieser Bonus fällt weg. Das heißt also, man bekommt mit einmal pro Monster nur noch ein Hunderttausendstel an Gold. Und das ist halt der Grund, weswegen man, wenn man auf einmal aktiv spielt, man hier nicht mehr kaufen kann, weil einfach alles apostrophisch teuer wird. Mit diesem Golden Click kann man das dann aber wieder ausgleichen, weil der Golden Click ab einem bestimmten Level genauso reinbuttert. Und ja, wie gesagt, das ist dann immer ein guter Ausgleich. Das Problem ist nur, das funktioniert wirklich erst ab einem sehr hohen Level. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ab welchem Level. Wir können ja ganz einfach mal hier ein bisschen reingucken. Ich speichere mal ganz kurz, ne? Ich speichere mal nochmal, einfach voll Spaß macht. So, fuck you. Gucken wir mal, also das ist hier der Typ für Golden Klicks. Die kaufen wir auch einfach mal. Und jetzt haben wir den Second Boss Fight Timer Skill Cooldown, Request Monster, Dorei Clickstorm, la la la, Boss Life, Herring Up, la la la, 10 Fuck. Den könnten wir uns auch noch holen. Fuck. So, wo ist jetzt der, den ich haben wollte? Second, klar, super Klicks. Braucht keine Sau. Also, nutzt sich auf jeden Fall noch weniger als hier das, was wir eigentlich machen wollen. Hero Souls, Dorei Metall Detektor. Chance auf dort Büro B. Achso, ja. Diese Fische, die wir mal anklicken können. Sag mal. Skill Cooldown. Gibt's den hier nicht? Oder haben wir den schon? Oder wer oder wie? Oder was denn jetzt? Hä? Hey, haben wir die gleichen hier? Sag mal, Lu, haben wir den schon? Detektor, Shanks, Damage, Mad Feather Chest, Shanks, Click Damage. DPS, Second Gold, 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 DPS. Nö, haben wir noch nicht. Oder gibt's den erst später? Ich komme mal ganz kurz.
Klicker, Hero. Ach, komm ich jetzt hier. Wie hieß der Bastard? Kleptos. So. Genau, Pluto hieß der. Genau. Blalala, Overtake, bla bla bla, bla bla bla. Tyros was removed. Was? Pluto was removed from the game in patch. But reintroduced in patch. Wow, okay. Ja. Oh. Wow. Fuck. Also der Pluto, ne? Der, den ich meinte, der uns pro Golden Click mehr gibt. Ja. Der ist in dieser Version des Spiels, weil wir spielen ja mit der 1E7 Version, sieht man ja hier irgendwo da oben, gibt's den nicht. Weil er wurde vor dieser Version entfernt und erst nach dieser Version wieder eingefügt. Ja, danke dafür. Dann bringt uns das Ganze also auch nichts. Jetzt haben wir hier noch eine Leiche rumliegen. Habe ich den vor dem Neuladen oder erst nach dem Neuladen geholt? Ach scheiße, damit würde aber auch unsere Klickkombi jetzt verloren gehen. Alter, komm, ganz ehrlich hier. Alter, ist das. Alter, ja, hier. Alter, ja, ne? Ist ja schon. Hallo, danke. Hab ich jetzt hier. Ach, machen wir mal Neuladen. Nicht, dass ich jetzt nicht, dass ich es jetzt hier zweimal eingefügt habe. Das wäre ein bisschen blöd. So. Wo sind wir denn hier? Habe ich den jetzt schon gekauft oder nicht? Ne, habe ich noch nicht gekauft. So, dadurch, dass wir jetzt unsere Klickkombo verloren haben, sag ich mal, fuck off. Ist ein. So. Ja, danke dafür. Super, da funktioniert das also auch nicht. Das heißt, wir sind rektal, anal, penetral gefickt. Sehr schön. Ich könnte heulen. Ich könnte echt heulen. Okay, also wir spielen hier echt mit einer verfluchten Version. Alle meine Strategien, die ich mir so über die Jahre meiner Forschung aufgebaut habe, funktionieren natürlich einfach alle nicht. Also ich kann irgendwie machen, was ich will. Egal was ich mache, ich renne irgendwie immer gegen Wände. Kann das sein? Ist das die Möglichkeit? So, dann gucken wir mal. Ja, wir haben jetzt 6E9. Kann ich jetzt schon hochleveln, ne? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Lassen wir. Ganz, ganz normal. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, das war's dann jetzt auch schon wieder. Wie gesagt, wir haben es in dieser Folge zum ersten Mal geschafft, hier zu unserem Ziel zu gelangen. Damit haben wir, wie gesagt, 1 von 2 Zielen geschafft. Und dann kommt nächste Woche, hoffentlich, also höchstwahrscheinlich, denn das Durchbrechen der 3600 Level-Ebene, kann man das so sagen, keine Ahnung. Ja, und das heißt dann, dass das jetzt hier dementsprechend auch die vorletzte Folge ist. Schau, dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht, ob wir denn immer noch hier Friede, Feuer, Eierkuchen, Clicker-Heroes weitermachen. Wahrscheinlich eher nicht. Einfach weil diese Version von Clicker Heroes halt einfach viel zu bescheuert ist. Ne? Beweisstück, das gerade eben mit Pluto, danke dafür. Oder ob wir uns mal auch nach anderen so Idle Games umschauen, weil ich persönlich bin halt gerade. Ja, doch. Ne, ich habe eine Ausbildung, ne? Und da ist man ja viel unterwegs. Und wenn man unterwegs ist mit dem Handy und bei der Deutschen Bahn, muss man immer auf seine S-Bahn warten. Deswegen habe ich halt sehr viel Freizeit auf Bahnhöfen, die ich verbringe. Unfreiwillig. Ja. Und von daher bin ich gerade so irgendwie so auf dem Trip, mir halt so Spiele anzuschauen. Hier halt so Idle Games und so.
die ich dann so, also nicht nur Idle Games, sondern vor allen Dingen Idle Games, wo man auch mitklicken kann. Also quasi Idle slash Clicker slash Incremental Game. Und habe da schon so ein paar schöne gefunden. Zum Beispiel spiele ich jetzt gerade hier Name vergessen und der Name vergessen. Ich guck mal kurz. Also, was ich gerade auf meinem Tablet installiert habe, ist, wer hätte es gedacht, Clicker Heroes. Dann Hero Girl Sakura ist ein ganz billiger Abklatsch von Clicker Heroes, wo auch nicht so ganz jugendfreier Content drin ist, sage ich jetzt mal. Then A Girl Adrift, das ist so ein Clicker-Game, wo es um Fische geht, ist ganz süß gemacht. Dann halt Tap Titans und Tap Titan 2, das habe ich ja schon damals gesagt gehabt. Und Tap Adventures. Und dann habe ich noch ein Scan, das heißt einfach nur Tower. Das ist halt einfach so ein, da musst du dich halt durch so einen Tower durcharbeiten. Und praktisch Ebene für Ebene freikämpfen. Und der Tower ist halt Incremental Game, typisch endlos lang. Halt, also du, ja. Sobald du halt ein paar Ebenen durch hast, kommen oben neue Ebenen immer wieder dazu. Deswegen halt auch Incremental Game. Hier kämpft sich quasi durch Levels und dort kämpft sich praktisch durch Etagen, kann man so sagen. Ja, und das sind halt so die Spiele, die ich gerade aktuell spiele. Weil es gibt auch noch ein paar andere, aber die passen mir immer nicht so ganz gut, weil wenn ich unterwegs bin, oha, was ist hier passiert, dann möchte ich nicht unbedingt von irgendwelchen Internet abhängig sein. Das heißt also, ich persönlich spiele nur Spiele, die man auch ohne WLAN / mobile Datenverbindung spielen kann. Und die Spiele, die ich jetzt gerade halt erzählt hatte, bei denen geht das halt. Die kann man halt einfach auch so unterwegs spielen, ohne Internet, ohne alles. Jo. Ich meine, klar, die Spiele haben natürlich auch, wenn du dich mit dem WLAN verbindest, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu Hause bin und mich einfach mal mit meinem WLAN hier verbinde, kann ich auch sowas machen wie, Daily Awards, also dass du praktisch pro Tag einen Bonus bekommst. Und das geht wirklich nur, wenn du dann mit Internet verbunden bist. Weil natürlich das Spiel vom Server auch gucken möchte, ob du auch wirklich einen Tag lang gespielt hast. Nicht, dass du einfach nur in deinem Handy die Uhrzeit um einen Tag vorgestellt hast, ne? Solche Sachen. Naja, kennt man ja. Von daher ist es da völlig natürlich, dass die Spiele da dann natürlich Internet verlangen. Für solche Awards. Oder für solche Prestige-Systeme. Aber wie gesagt, das an sich das Spiel kannst du komplett ohne Internet spielen. Und es ist natürlich immer schön, wenn du unterwegs bist und nicht weißt, ich bin halt hier auf dem Dorf, ne? Und da hast du halt nicht überall Internet, ne? Ich meine, wir leben in Berlin. Okay, jetzt nicht in Berlin, aber Brandenburg, aber wir leben in Deutschland. Und in Deutschland ist Internet leider noch keine Selbstverständlichkeit. Leider. Ja, von daher ist auch YouTube immer so ein bisschen blöd. Ich meine, früher habe ich immer YouTube geguckt, aber bei die Datenverbindung heutzutage geht auch das nicht mehr, ohne alle 5 Minuten, 10 Minuten Ladescreen zu haben. Von daher bin ich jetzt halt extrem auf dem Trip, solche Spiele zu spielen. Das macht Spaß, ist unterhaltsam und lutscht den Akku leer. Ja, gut, würde ich mal sagen, damit verabschiede ich mich dann auch. Wenn man jetzt Frostleaf, ich habe noch gar nicht umgebildet, ich gilde mal einfach mal alles hier auf Frostleaf um. 3, 2, 1, bumm. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, speichern wir noch mal. Schließen den Browser. Schließen den Browser. Danke dafür. Dass wenn man den Fokus im Game hat, der Browser die ganzen Tastenkürzel nicht mehr bekommt. Wo das Spiel einfach alles aufsaugt, ist echt unter alles auf. Ja. Gut. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Nächste Woche dann die letzte Folge, wahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass irgendwas schief läuft und ich doch nicht bis Ebene 3600 komme, wegen weil Baum. Ja. Gut. Ja. Dann mache ich jetzt die Tutorial X oder Doom Eternal Aufnahmen.
Muss ich noch gucken. Ich meine, ihr wisst das ja sowieso, weil die Doom-Aufnahme kam bevor jetzt hier, aber ich gucke mal, was ich jetzt aufnehme. Ob ich Spectre Saturn X mal wieder aufnehme. Nee. Ob ich Doom Eternal mal wieder aufnehme oder doch wieder Spectre Saturn X. Weil ich habe gerade echt ein bisschen. Na doch, ich glaube, ich habe. Also, ich werde. Ihr habt es bereits gesehenerweise. Doom Eternal aufnehmen. Egal. Bis dann. Tschüss.